Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Pixelmon. Ja, heute beginnen wir mit der Produktion der Pokébälle. Und fangen vielleicht noch ein paar Pokémon und erkunden ein bisschen die Welt, weil wir ja sowieso. Wir müssen ja sowieso Pokémon suchen und fangen. So. Wir müssen noch ein paar mehr Öfen herstellen. Dazu nehmen wir das. Wir müssen ein Ohr nochmals. Also wir machen jetzt zwei Öfen noch. So. Da machen wir das Eisen und da machen wir das Eisen rein. Und hier nehmen wir die roten dann. Jetzt können wir gleich mal das Weizen ernten. So, gut. Also mal überlegen, was wir für Pokémon fangen sollen. Was wir überhaupt finden, ist die andere Frage. Jo, ich möchte gerne ein Donner, also ein Elektro-Pokémon und ein Wasser-Pokémon fangen. Gebiete sind eigentlich das Normale hier gut. Und sonst weiß ich gerade nicht. Ah, da ist eins. Ja, ich brauche noch rote Abikoko, das ist das Problem. So. Also machen wir mal einen. Da muss ich schauen. Wo ist der Amboss da? So. Und dann brauche ich ja noch einen Hammer. Da. So. Also machen wir zuerst den Hammer. Ah, das ist Exilio. Ich glaube, der ist so. Gut. Dann den Amboss ist so. Genau. Also, wir haben. Ja, nein, nicht hier am Eingang. Hier den Amboss. Gut. So. Die roten noch rein. Dann mal ein paar Platten machen. Und die kann man jetzt so mit der linken Maustaste gedrückt lassen. Kann man die so zu Pokémon unter Unterplatten oder was es ist. Machen. So. Dann machen wir Superbälle. Einen können wir schon herstellen. Nein, zwei. Ja, zwei können wir herstellen mit den zwei roten. Und dann können wir mal versuchen, ein Pokémon zu fangen, das gleich irgendwo in der Nähe ist. So, den Rest möchte ich nachher noch ein bisschen verarbeiten. So, also, da und da, ja. Ah, vier gibt's sogar. Cool. Ja, umso besser. Wieso sind die nur blau? Blau und weiß? Keine Ahnung. Cool. Also, dann können wir gleich mal auf die Reise gehen und uns ein paar Pokémon fangen. So. Was möchte ich hier noch? Die weißen? Nö. Ich werde jetzt gerade nichts kochen. So, das heißt, die hier und die hier. Plus, ja, wir müssen hier noch Cobblestone kochen für die Knöpfe. So. Dann möchte ich. Ja, nein. Ich möchte noch Bücherregale herstellen. Dann müssen wir noch Obsidian holen. So. Sechs Bücherregale. Die werde ich dann im zweiten Stockwerk machen müssen. Also das Haus noch ein bisschen ausbauen. So.
Gut. Den möchte ich. So, machen wir hier noch. Und hier. Genau. So. Also, hier haben wir noch zwei, die ausgewachsen sind. Gut. Die können wir hier anpflanzen. So, oder? Ja. Machen wir noch eine Axt. So, eine Axt. Nicht aus Stein. Aus Eisen. So. Und Knopf. Knopf wollte ich aus dem Stein machen. So. Den hier und dann hier oben. Great Ball. Yes. So, Udeli. Dann gehen wir mal schauen, was wir für Pixelmon hier haben. Mal hier unten schauen. Es ist leider Nacht. Das ist ein Ara Dingsbums Ara Spinne. Da ist ein roter, sehr gut. So, Geld müssen wir auch haben für die Hyperbälle. Dann hier drüben sind die schwarzen. So, Ladybug. Das ist ein schwacher Käfer. Müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Hier ist ein Nocturne. Leider ein bisschen wenig. Soll ich die Pixelmon-Spawner oder ein bisschen hoch, höher stellen? Hier sind Schafe. Ah, wir könnten auch die Schafe holen, ja. Ja, unbedingt. Wir müssen das Haus fertig bauen. Dafür brauchen wir eben diesen Ding. Aber zuerst möchte ich kurz noch erkunden, damit wir eben die Pixelmon fangen können. Wenn wir keine finden, können wir auch keine fangen, oder? Also, mal kurz auf die Map schauen. Wollen wir auf die Ebene? Also hier. Ja, wir machen hier unten das erste Dorf. Pokécenter ist halt ein bisschen auswärts. Aber ich möchte meine Villa nicht im Dorf haben. Und schauen, am Spawn könnten wir mal so einen Platz machen. Oder da können wir den. Die Villa des Protagonisten machen, also nicht Villa, eher so ein kleines Häuschen oder so. Ladybug. Kramux ist zu hochstufig. Ah, für Mistcraft müssen wir hier noch ein paar Dingbälle haben. Nicht Bälle. Inksex. Also, Tintensäcke. Oh, ein Raichu. Nice. So. Da ist ein Macholo oder so irgendwas. Nein, ein Mauzi. Jo. Mal schauen, was wir fangen wollen. Ich möchte jetzt nicht die stärksten Pokémon fangen. Die kommen dann später dran. Ein Mute Level 13. So süß. Was ist denn los? Ist verbuggt. Jetzt. Fight Amber. Scratch. Back Pokéball Scrayball. Komm, bleib drin. Yay! I'm down, many to go. Catch your first Pixelmon. Cook an Apricorn, kräften Pokéball. Sehr schön. Also, jetzt möchte ich hier noch die hier rein tun, damit ich mit der attackiere.
Mit dem Belsbrot. Mit der Knofenza. So, was haben wir denn sonst noch? Naja, Traumat ist jetzt nicht mein Ding. Einen Stahl-Edelstein, okay. Da ist ein Duflor. Ist nochmals ein Ball, Energy Ball. Okay. Ja, ist jetzt nicht mehr. Also, ich mag die Retans nicht und Arbok. Mag ich überhaupt nicht. Vielleicht einfach wegen der Feindschaft Team Rocket und so. Aber ich mag es nicht so. So, gehen wir wieder zurück. Da ist noch ein schwarzen, sehr gut. Den kann man mit dem Red-Up kann. Ja. Aber mit den normalen Items nicht. Hier ist ein Huhn. Ich will eigentlich. Gibt es kein großes? Da gibt es ein großes. Großes Raupi. Es ist so extrem schwer, die zu fangen. Vor allem hauen alle ab. Fight. Rap. 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 Ja, gut. Das dachte ich schon, ich besiege es. Weil ich da, er habe nicht auf die Energie geschaut und es hat irgendwie einen Volltreffer gegeben. So. Also können wir uns noch einen Smapper machen. Sehr gut. So, das Haus ist hier vorne. Gut. Ein Lady Arn ist sogar hier. So. Hier sind überall Raupis. Voll die Raupi-Invasion. So, aber das Apikorn werde ich anpflanzen, damit wir dann später noch mehr haben. Ultrigaria. So. Bockebälle weg. Wenn wir nichts fangen, müssen wir auch nicht. Ding. So, hier haben wir genug blaue. Die gelben können wir noch anpflanzen. So, die schwarzen. So, haben wir von allen gleich viel. So. Also. Schafe holen, Schafe einzäunen. Dann Hühner holen, Hühner einzäunen. Und. Okay, das werde ich später dann machen. Stiege. So. Das, 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 das. Hier rein. So, und Bockebälle wieder hier hin. Mach die Axt mal hier hin. Und eben wie Weizen. So, hier unten waren irgendwo die Schafe. Ah, da kommen wir nicht durch. Hier sind Hühner. Ich werde das Huhn gleich mal hier reinmachen. So. Dann kann es Eier legen und dann haben wir irgendwann zwei Hühner. Das ist am einfachsten. So. Wo ist das Huhn? Hat sie ein. Ja, reif. So, Huhn. Ah, und das ist ein Ei. Huhn, komm. 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 So. Ach, komm schon. So.
gut. Ei. Nö. Also. Dann die Schafe. Ja, wo haben wir Schafe? Hallo. Schaffi, Schaff. Hier irgendwo warst doch du, oder? Da unten, glaube ich. Irgendwo. Wir finden es schon. Da ist ein Schaf, aber ich möchte gerne ein nähes Schaf. Das merken wir mal. Hier war irgendwo ein Schaf. Da ist ein Huhn. Dann nehmen wir zuerst das Huhn. Das ist wichtiger. Weil wir brauchen auch sehr viele Federn. So, komm. Jetzt müssen wir schauen. Da vorne irgendwo. Bisschen weiter. Oh, es sind gleich drei jetzt. So. Irgendwo hier vorne waren es. Da. Gut. Komm mit. Ah, die laufen recht gut jetzt. Ich hatte schon viel mehr Probleme mit dem Ding. Mit dem, dass sie folgen. So. Sehr gut. Da mache ich eine Leiter hin. Und jetzt suchen wir nochmals Schafe. Ich möchte nicht ein einzelnes so lange dorthin buxieren und dann muss ich nochmals eins holen. Ich will gleich zwei Schafe irgendwo. Ein Enteron. Ja, sonst müssen wir das wirklich machen und das andere irgendwo anders holen. Ach Mist. Schweine gibt es, aber die können wir nicht anlocken. Da müssen wir noch irgendwo ein Dorf finden mit Karotten oder ein Zombie. Ein Sonnenstein, damit kann man auch bestimmte Pokémon entwickeln. So, gehen wir mal zum Schaf Nummer 1. Ein Abra. Ah, jetzt sind wir... Ah, hier hat es ganz viele Schafe. Sehr schön. Das ist schlecht hier. So, kommt mit. Der Weg ist frei. Kommt mit. Kommt mit, kommt mit. Kommt alle mit. So, kommt. Du auch. Sehr gut, haben wir gleich mal vier. Ja, okay, nehmen wir drei mit. Ach Mist. Ah, das war ein Abra, jetzt dachte ich schon, die Monster seien an. So. Ich hätte gedacht, es wäre ein Enderman. Ein Enderman. Haben die die KI ein bisschen verändert im Pixelmon-Mod? Das ist ja mega geil, dass die so kommen. Was ich schon für Probleme hatte mit der KI. Ja, die kommt immer noch gut. So. Kommt. Hier durch. Kommt immer noch. Sehr schön. So, jetzt hier hinten durch. Hi. So haben wir aber die Zäune nicht, oder? Mist. So. Ich muss nach oben die Zäune holen.
Wir sollten nicht ausbrechen jetzt. Säune. Und dann eine Schere machen, unbedingt. Nein. Nein. Kommt alle hier hin. So. Also. Was wir jetzt machen, ist eine Schere. Scheren wir die Schafe. Und ja, dann mal gucken. Eisen habe ich ja hier. Falsches. So. Schere. Sehr gut. Okay. Dann hüpfen wir rüber. So. Dann können wir gleich mal Carpets machen. So, und jetzt können wir drüber. Das mag ich. Also, wir müssen noch den Boden fertig machen. Und dann die Wolle für die Mauer machen. So. Wir müssen noch ein bisschen mehr Bacon anpflanzen. Drei schwarze Schafe haben ein weißes Kind. Ah, diese sehen mega schön aus. Ich finde sie so, sehen sie cooler aus. Wenn sie durchsichtig sind, als wenn sie nur eine weiße, eine grüne Säule ist. Das ist durch das Texture Pack so. So, gebt mir mal ein bisschen Ding. Setzlinge, komm. Hallo. Boah, Ladian. So, ich möchte den nach vorne. Gut. Raupi. Raupi nach vorne, Raupi nach vorne. Naja, okay. Gehen wir mal nach oben. So. Also. Plan. Hier wieder ein bisschen Erde weg. So. Ja, die Mauer müssen wir dann auch wegmachen. Schade. Aber das war ja auch fürs Vermessen eigentlich nur. Machen wir so, als würde es ein Gerüst sein. So. Weiter. Also es ist schön, wenn man in der Nacht weiterarbeiten kann, wenn keine Monster hier sind. So. Okay, der Rest müssen wir dann später fertig machen. Ich möchte den Black und den... Ja, okay. Da. So, den auch rausnehmen. Was will ich noch reintun? Kann man Erde reintun? Nö, geht bei Chiseln nichts. So. Den möchte ich gern drin lassen. Die Fans können rein. Die Wolle kann rein. So. Was haben wir? Ja, noch 5 Minuten können wir noch etwas machen. So. Dann machen wir doch das hier. So. Nein. Okay, ich brauche noch einen schwarzen. Schwarz? Nö. Ja, da können wir hier noch ein bisschen ernten. So. Also. Dann könnten wir eigentlich Obsidian holen, oder? Ja, holen wir Obsidian. Du kommst rein. Blume kann irgendwie sich hierhin verpissen. So.
Ich muss in die Höhle rein. So. Boom. Also, wo hatten wir gesagt, haben wir das Lava gehabt? Hier irgendwo. Ja. Kannst du nicht irgendwo hier hin? Du fließt hier ab, okay. Dann machen wir das so, dass wir hier jetzt abbauen werden. So. Wir brauchen 13 Stück. Und ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das sollen wir zuerst verzaubern. Also wir machen jetzt mal, wir holen jetzt mal nur drei, vier Stück. Vier Stück, so. Und machen einen Zaubertisch. Sodele, und zwar drei Stück. Ich muss noch einen nehmen zur Sicherheit. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja, sind vier Stück. Ja, jetzt habe ich es gerade im Kopf. So, also. Dann schauen wir aber hier noch kurz ein bisschen um, ob hier nicht irgendwo auch Diamanten sind. Nein, scheinbar nicht. Schade. Aber hier ist eine Höhle. Sehr gut. Also im nächsten Part werden wir dann den Zaubertisch machen. Und mal schauen. Ja. Pokémon noch eins fangen. Dann die Wände machen vom Haus. Ich brauche noch schwarze Wolle. Ich werde zwei Schafe wahrscheinlich anders färben. Oder ich kann sie eigentlich immer wieder umfärben. Ja, wir versuchen es mal. Weil die Schafe manchmal zusammen sind und so, kann man nicht so gut färben. Also, wenn man zwei Farben hat, kann man nicht mehr so gut die zusammen paaren lassen. Aber ja, okay. So. Also. Ah, Gold. Das nehmen wir natürlich noch mit. Gut. Also, Mistcraft machen wir dann auch mal. Aber ich bin nicht so. Also, wir werden einfach reingehen und schauen und so. Aber ich bin nicht so, dass es klappen wird. Ja, leider. Mistcraft ist echt ein Scheißmod. So, also aber jetzt sag ich Tschüss. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Bye. So.